Abend. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Airport hier in der alten Charterhalle. Ich begrüße natürlich auch unsere Gäste vor dem Bildschirm. Ganz egal, ob Sie hier irgendwo in der Gartenlaube sitzen oder jetzt im Wohnzimmer, wo es schön kühl sein könnte. Ich darf Ihnen unsere neue Chefmoderatorin vorstellen. Ich mache das Ganze nur noch aushilfsweise. Radost Boke, herzlich willkommen, Hauptdarstellerin von Momo und heute Premiere als Fernsehmoderatorin hier bei uns im Treffpunkt Airport. Ja, Radost Boke in ihrer neuesten Rolle und die wird zu sehen sein demnächst im Vorabendprogramm der ARD und auch des Hessischen Rundfunks. Radost, Filmschauspielerin, liegt fast nahe, willst du werden oder ist auch noch irgendein anderer Beruf für dich möglich? Vielleicht möchte ich auch Dolmetscherin werden oder irgendwas. Du sprichst viele Sprachen. Noch nicht. Gut, kannst du noch lernen. Hat Hollywood schon angerufen in Sachen Film? Nee. Wartest du drauf? Och, naja, vielleicht, weiß nicht. Die Vertragsverhandlung führt die Mutter. Hollywood ruft vielleicht bei anderen Kindern mal an. Wir gehen mal rüber zu Ihnen. Jugendliche kann man auch sagen. Wir haben sie hier bei uns zu Gast. Das ist die Gruppe SST und es sind drei Mädchen. Lasst uns mal zu euch, rutscht ein bisschen zusammen vielleicht. Wie alt seid denn ihr? Also ich bin 15, sie ist 11 und sie ist 16. Radost? Ja, wie kommt ihr eigentlich dazu, so Musik zu machen? Ja, die Idee kam uns, weil unser Vater auch früher Musik gemacht hat und wir hatten dann Lust, Instrumente zu spielen. Wir haben dann alle drei mit Gitarre angefangen, dann alle drei Klavier gemacht und seit 3 Jahren spielt dann Sandra Schlagzeug. Habt ihr schon eine Platte gemacht? Ja, wir haben jetzt unsere zweite. Radost, Moderatoren müssen das Mikrofon hinhalten. Habt ihr schon eine Platte gemacht? Ja, wir haben jetzt unsere zweite Platte rausgebracht, die wir jetzt gleich vorstellen. Das, was ihr jetzt spielt, Radost, sagen wir an, während ihr auf eure Positionen geht. Hast du das behalten? Wie hieß das? Why do I fall in love? SST. SST
When I Do Fall in Love. Kinder, die möglicherweise Jugendliche, die auf dem Weg sind, Karriere zu machen.